Eine Freude zugleich, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf. Denn was bringt man zum 200. Geburtstag eines Arztes, der so erfolgreich war? Als er ja 1821 hier in Bad Zwischenahn geboren wurde, hat keiner damit gerechnet, dass er eine Methode entwickelt, die einen Siegeszug rund um den Globus erreichen wird, was sonst kaum ein Arzt, kennen Sie einen, eine neue Methode schafft, die selbst nach über 150 Jahren funktioniert. Und was macht man sonst an so einem Festvortrag? Man nimmt das zusammen, was eigentlich heute wissenschaftlich fundiert ist, was damals unbekannt war, und vergleicht es vielleicht mit dem, was an dokumentierten Fällen weltweit da ist. Und das habe ich jetzt gemacht und das möchte ich Ihnen vortragen. Es ist ein interaktiver Vortrag, denn Sie dürfen jedes Mal mitraten oder denken oder kombinieren. Ja. Deswegen heißt der Vortrag Erfolgreiche Schüsslertherapie heute Morgen und in der Zukunft, weil wenn wir die Schüsslersalze weiterhin erfolgreich anwenden, auch die Erfolge weiterhin sich einstellen. Denn es ist das Geheimnis von Schüssler, der Körper heilt sich selbst. Man gibt nur einen Impuls und dann, wenn das System funktioniert, kommt es zur Heilung. Parmenides von Elea kennt jeder, hoffentlich, der lebte so. Vor 2.500 Jahren. Er lebte eigentlich noch vor Hippokrates, denn als er starb, kam Hippokrates auf die Welt. Und er hatte einen Spruch gemacht, er war ja Philosoph: Gib mir die Macht, Fieber zu erzeugen, ich heile jede Krankheit. Schüssler hat schon erkannt, wenn es mir gelingt, beim Patienten immer eine restlose Heilung zu vollziehen, dann ist die Entzündung abgeklungen und der Patient ist beschwerdefrei. In der heutigen Medizin gibt es immer mehr die Hinweise, dass sich die Sun Inflammations, und die haben wir ja auch gehört bei der Gräfin heute Nachmittag, die eine große Bedeutung haben. Und diese Sun Inflammation, die stille Entzündungen, machen sehr viele Probleme. Aber fangen wir einen Schritt nach dem anderen an. Galen war ein griechischer Arzt und Anatom. Und er teilte die klassische Entzündung in 5 Schritten ein: einmal die Rötung. Einmal dann die Schwellung, dann der Schmerz, die Überwärmung und die eingeschränkte Funktion. Das heißt, jeder, der schon mal mit dem Hammer auf den Daumen klopfte, spürt das innerhalb von Sekundenschnelle. Ja? Es rötet sich, es schwillt der Daumen an, es tut fürchterlich weh. Und wenn Sie hinfassen, ist es ein bisschen wärmer und der Daumen lässt sich nicht mehr so bewegen. Das heißt also, jede Krankheit geht mit einer Entzündung einher. Und das wissen wir heute auch. Bei der Tumorerkrankung. Das ist der Super-GAU im letzten Zustand, aber alles entwickelte sich langsam aus einer Entzündung, die über Jahre nicht bemerkt zu einer Gewebsveränderung führt. Hochspannend. Und jetzt fragt man sich natürlich, das ganze System, wer ist hier der Chef? Das Immunsystem, der Stoffwechsel oder das Nervensystem? Manche denken, boah, die Folien habe ich doch gestern schon mal gesehen. Ja, aber nicht alle waren gestern dabei. Aber der Anfang ist wichtig und Sie wissen ja, das Wiederholen ist die Mutter aller Wissenschaften. Ne? Repetitio est studium Matrum. Welche Zellen gibt es? Nochmal zusammengefasst: Wir haben 3 Linien der Verteidigung. Einmal die angeborene, genau das, was bei manchen Wissenschaftlern, die heute in Berlin den Takt vorgeben, verloren ging, nämlich das unspezifische Abwehrsystem. Einmal die Makrophagen, die Fresszellen, die durch den Körper flitzen und wie der Staubsauger alles vernichten, was da nicht hingehört. Dann haben wir die natürlichen Killerzellen, die NK-Zellen in Fachkreisen genannt, die eigentlich durch das Blut schwimmen und schauen, gibt es irgendwelche Viren, die eingedrungen sind, die wir sozusagen gleich bekriegen müssen, oder entarten irgendwelche Zellen. Denn immer bei der Zellteilung passiert auch mal ein Schrott. Wenn dieser Schrott sofort ausgemerzt wird, dann bleibt der Patient gesund. Und dann habt ihr auch aus der Abteilung der weißen Blutzellen die Granulozyten. Dazu erwerben wir über die Zeit ein spezifisches Abwehrsystem oder das erworbene Immunsystem, das sich wieder teilt, einmal in die B-Lymphozyten aus dem Knochen, dann die T-Lymphozyten aus dem Thymus und dann die Gedächtniszellen. Das sind jene Zellen, die genau wissen, aha, mit dem oder jenem Erreger hatten wir schon mal Begegnung, der ist harmlos, der ist mittelharmlos oder der ist ganz gefährlich. Und dann gibt es noch das dritte Verteidigungssystem unseres Körpers, die dritte Linie der Verteidigung, nämlich das retikuloendotheliale System oder neu auch als retikulohistiozytäres System genannt. Das arbeitet mit den 2 Mineralien Kupfer und Zink und natürlich
Wiederum mit den Makrophagen, die wir ja von da oben schon kennen, die Fresszellen. Hochinteressant. Vor allem junge Damen, die plötzlich Herpesbläschen kriegen, bei denen ich dann eine Vollblutanalyse mache und feststelle, der Zinkspiegel geht abwärts, ist nichts anderes wie eine Folge von zu vielen Hormonen durch die Pille. Weil die Pille sagt ja nur dem Körper, ich bin schwanger, also kann ich nicht mehr schwanger werden. Im Immunologischen haben wir hier aber eine Absenkung von Zink. Die schicke ich dann zum Gynäkologen und bitte ihn, eine schwächere Pille dieser jungen Dame zu verschreiben. Diese drei Linien der Verteidigung haben wir bis heute erforscht. Vielleicht gibt es noch mehr. Die sind aber noch nicht entdeckt. Aber genialerweise hat Schüssler mit seinen potenzierten Mineralsalzen auf diese drei Linien erfolgreich Einfluss nehmen können, sodass er selbst diphtherieerkrankte Kinder mit dem Schüsslersalz Nummer 5 heilen konnte, zu einer Zeit, als es noch kein Antibiotikum gab. Und das zeichnet ihn aus, dass er damit die Furore auslöste, nämlich selbst in Konstantinopel hat die oberste Gesundheitsbehörde dann Bücher bestellt von ihm, weil sie von diesem Heilerfolg begeistert waren. Ich habe es gestern schon erwähnt, in Indien, wo die Menschen kaum Geld haben, wo dort nicht so ein Kassensystem ist wie hier, dass wir mit Chipkarte zum Arzt gehen, genau dort werden die Schüsslersalze mit Erfolg eingesetzt. Und gerade bei den multiresistenten Keimen sind sie dort erfolgreich, aber auch bei parasitären Erkrankungen, wenn man den Ärzten glauben darf. Nun stellt sich die Frage, gibt es für diesen Trend, den ich Ihnen gleich zeigen werde, eine Erklärung? Denn einmal haben wir die Verdopplung der Allergiker in der Zeit von 20 Jahren. Wir haben eigentlich eine Verdopplung von Morbus Crohn in den 25 Jahren. Dann haben wir die Verdreifachung der Multiple Sklerose, eine Nervenerkrankung, bei der sich die Isolierschicht des Nervs auflöst und dadurch die Nervenfunktion deutlich einschränkt. Und wir haben eine Zunahme der Depression innerhalb von 10 Jahren um 20%. Und interessanterweise, man schätzt bis zum Jahr 2030 die Zunahme der Demenzen auf über 75%. Boah. Das sind harte Fakten. Und diese Fakten sind heute da. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und dazu möchte ich Ihnen einfach das, was wir heute in der Medizin wissen, kurz erklären. Die Entzündung. Die Entzündung, wenn Sie sich selbst mit dem Küchenmesser in den Finger schneiden, gibt es eine Entzündungsreaktion, denn die Haut ist geöffnet, es können Erreger eintreten. Also macht der Körper eine Initiation. Dazu bildet er entzündungsfördernde Botenstoffe, die dem Körper anzeigen, Achtung, Riss oder Schnitt oder eine Verletzung oder Eindringling am linken Daumen. Und die bildet er aus der Arachidonsäure. Und die Arachidonsäure, gerade die Omega-6-Fettsäuren, machen Entzündung, wohingegen die Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend sind. Und hierzu eine kleine Grafik. Also wir haben hier unten einen Startpunkt und es bildet sich als erster, rennen die Leukotriene B4 los. Die gehören zu den weißen Blutzellen, da hat man die gefunden. Und etwas langsamer Zeit verzögert kommen hier die Prostaglandin E2. Die hier machen nur die Entzündung, werden aber auch im allergischen Geschehen gefunden. Die Prostaglandine hingegen, die machen nicht nur die Entzündung, sondern die machen auch Schwellung, Rötung, Fieber und darüber hinaus natürlich noch einen massiven Schmerz. Das Ganze läuft ab und der Organismus erkennt dann irgendwann, okay, die Entzündung ist jetzt gebannt, alles ist gut und dann muss er eigentlich antientzündliche Faktoren mobilisieren und zum anderen die proinflammatorischen Substanzen senken. Und das macht er auch, indem er nun entzündungshemmende Botenstoffe bildet. Und zeitgleich die natürlich aus den Omega-6 und aber auch gerade die entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren bildet. Soweit klar? Das Ganze ist jetzt beendet, indem er nun bei ausreichenden Stoppbotenstoffen dieses Stoppsignal setzt und aber diesen Zellschrott, Entzündung, Eiter und was alles da anfällt, abtransportiert. Und vor allem den Abbau dieser entzündungsfördernden Botenstoffe. Ein Beispiel NF-Kappa-B. Dann ist das Ganze beendet, alles ist wieder gut. Soweit nachvollziehbar. Und jetzt kommt der große Unterschied. Was ändert sich nun bei der Sign Inflammation, bei dieser stillen, immer andauernden Entzündung? Da ist es nämlich genau so, dass nun die Resolution und natürlich aber auch
dieser Prozess der Beendigung nie eintritt. Das heißt, der Körper befindet sich in einer Dauerschleife der totalen Entzündung. Und diese tut nicht weh. Und die kann sich in jeder Körperzelle etablieren. Vor allem gerade bei dem Krankheitsbild Fibromyalgie. Man findet dort keine Entzündungswerte. Man röntgt die Patienten, sie werden in die psychosomatische Ecke geschoben. Aber dort haben wir ein klassisches Beispiel für so eine Zahninflammation. Und diese Zahninflammation wird immer mehr in der Medizin diskutiert. Die Zahnärzte waren die Ersten, die immer wieder entdeckt haben, dass Entzündung am Zahnfleisch zum Herzinfarkt führen kann, weil die Entzündung sich immer weiter ausbreitet. Mittlerweile sind auch die Kardiologen davon überzeugt, denn sie haben festgestellt, nicht der Dicke kriegt den Herzinfarkt, sondern derjenige, der so 6 bis 8 Wochen nach einer grippalen Infektion, dort haben wir die höchsten Zahlen der Herzinfarkte, weil sich die Innenseite der Arterien, die das Herz versorgt, die Herzmuskelversorgung leisten, sich entzünden. Bei der Entzündung kommt zur Schwellung, das heißt, das Lumen engt sich ein. Dort bilden sich dann Trompen, die dann zu dem Verschluss führen. Und das ist das, was wir landläufig als Infarkt bezeichnen. Das Ganze kann im Kopf ablaufen, im Innenohr, Tinnitus, all dieser Hörsturz, all das ist dasselbe. Das heißt also, diese stille Entzündung diskutiert weltweit die ganze Medizin. Von all denen wusste unser Dr. Schüssler noch nichts. Und trotzdem hat er gesagt, wir müssen die Entzündung zum Abheilen bringen. Das heißt, die Resolution, die Termination muss initiiert werden. Und da waren seine Zellsalze ideal. Nochmals, wir haben einen Beginn, eine erste Phase der Entzündung und dann gibt es wieder eine Beendigung. Aber bei der Cell-Inflammation schwingt sich das hoch und es gibt die chronische Entzündung. Und das ist der große Unterschied zwischen einem gesunden Organismus, der es schafft, dass die Entzündung 100% abklingt, und einem Zustand hier bei der Cell-Inflammation bei einem krankhaften Organismus. Die Entzündung kann aber auch die Etagen wechseln. Mal hat er Ohrenentzündung, dann mal eine Bronchitis, eine Blasenentzündung. Dann geht es oben, hinten, vorne, links und rechts individuell, dort, wo immer der Schwachpunkt ist. Manchmal bekommt der Patient noch ein Antibiotikum, das ja die Bakterien in der Teilung zwar hemmt, aber nichts daran ändert, dass der Körper die Entzündung zum Abklingen bringt. Interessant, das Antibiotikum hemmt nur die Teilung der Bakterien. Dass es hundertprozentig zur Abheilung bringt, ist wieder der Verdienst des Organismus. Wie geht jetzt dieser Teufelskreis eigentlich los? Wir haben einfach erkannt, dass Calcium verstärkt in die Zelle fließt. Das kann ausgelöst werden durch Viren, Bakterien. Bakterien kannte Schüssler, Viren noch nicht. Pilze hat man schon eher vermutet, aber Nahrungsmittel, Psychostress, die elektromagnetische Frequenzen aus dem Mobilfunk, Metalle, Biozide, Mercaptoether, Weichmacher, Kunststoffe, Industriegifte, Lösungsmittel, all noch vieles mehr, führt dazu, dass immer mehr Kalzium in die Zelle fließt. Und Schüssler Salz Nummer 1, 2 und 12 sind die berühmten Kalziumverbindungen. Das heißt also, der Altmeister hat schon erkannt, manchmal muss man tiefer in die Materie einsteigen. Nun, was passiert hier? Wenn Kalzium in die Zelle übermäßig einschießt, kommt es zur chronischen Entzündung. Das wissen wir heute. Dadurch kommt es zur Störung der Immuntoleranz. Es kommt weiterhin zum Einstrom von Kalzium in die Zelle und es ist ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite haben wir den nitrosativen Stress, den wir messen können, der dann die Zellenergiebildung, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle, stören. Es kommt zum oxidativen Stress, wiederum zur chronischen Entzündung. Die macht wieder den nitrosativen Stress. Dann haben wir hier einen zweiten Teufelskreis, der sich etabliert. Und aus solch einem Teufelskreis kommt ein gesunder Organismus leider nicht mehr raus. Wenn wir das verstanden haben, dann wird auch klar, warum es umso weiter interessant ist, wenn wir uns nachher dann Fallbeispiele aus der Weltliteratur anschauen, wo man immer abziele, dass dieser Entzündung entgegengewirkt wird. Jetzt kommt einer ins Spiel, Professor Pischinger. Da war Österreicher, Histologe, Embryologe und hat die Gewebe unserer Zellen umliegenden Areale untersucht, das Bindegewebe, jenes Gewebe, das alle Zellen miteinander verbindet und Organsysteme. Und das Interessante ist dabei, dass er festgestellt hat, Bindegewebe kommt im gesamten Organismus fein verteilt vor. Und dieses, nachdem er es erkannt hatte, sagt er, ist das System der Grundregulation, wenn alles funktioniert in diesem Bindegewebe. Seine bahnbrechende Erkenntnis aus seinen Forschungen war folgendes. Unser Körper kann sich durch das Bindegewebe immer wieder selbst heilen.
vorausgesetzt, das System der Grundregulation funktioniert. Das Bindegewebe. Aus dem Bindegewebe heilt sich unser Körper immer selbst. Faszinierend. Das ist lang bekannt. Aber wie nehmen wir darauf Einfluss? Und das Geniale an Schüssler war, dass er ein System erschaffen hat aus Mineralsalzen, die ja in jedem gesunden Organismus vorhanden sind, aber aus irgendwelchen Gründen in eine Schräglage kommen. Innerhalb, außerhalb der Zelle, vielleicht im Bindegewebe, kommt es zu einer Störung. Und jetzt möchte ich Ihnen den ersten Fall vorstellen, den ich ausgewählt habe, um einiges Spannendes Ihnen klarzumachen. Sie dürfen alles sich selber überlegen, welches Zellsalz aus den 12 klassischen Schüsslersalzen hier eingesetzt worden ist, aus einer Veröffentlichung, die dem Schüssler Rückendeckung gab, nämlich die zwei Professoren, Professor Börig und Professor Dewey aus dem fernen Amerika. Und die haben dann gesagt, alle Ärzte der Welt versucht mit den Schüsslersalzen zu kurieren. Wenn es klappt, ist es schön. Und wir schreiben dann alles in ein dickes, fettes Buch. Und dieses dicke Buch liegt hier vorne. Ich habe es dann in Deutsch übersetzt, weil es ist weltweit das meistgelesenste Lehrbuch für die Biochemie nach Schüssler. Hier wurde ein Mädel beschrieben, die Gertrude, die ist 6 Jahre alt und die wurde am 30. März 1887 in das Krankenhaus eingewiesen. Und sie hatte während der 8 Monate in der Vergangenheit eine ausgeprägte Chorea. Chorea Huntington, der Veitstanz, eine Krankheit, die 1872, also ein Jahr bevor Schüssler seine Veröffentlichung gemacht hat, von einem Herrn Huntington veröffentlicht wurde. Das heißt also, man kannte diese Krankheit nahezu über 15 Jahre. Diese Krankheit zeichnet sich darin aus, heute wissen wir es, ist eine Erbkrankheit, die unheilbar ist. Eine Krankheit, die darin sich auszeichnet, dass man plötzlich ruckende, zuckende Bewegungen macht, vom Kopf, vom Rumpf, von den Armen, von den Beinen. Es sieht so aus wie ein Veitstanz, denn der heilige Veits oder Vitius wurde ja 304 nach Christus in siedendes Öl geschmissen. Und es tat weh und deswegen hat er solche Zuckungen gemacht. Deswegen hat man die Krankheit auch Veitstanz genannt. Bei diesem Chorea Huntington, bei diesem Mädchen ist es nun so, sie hatte also all diese Symptome. Sie war eine Tagespatientin der letzten 2 Monate und sie hat die damals üblichen Medikamente bekommen, ohne wenig Erfolg. Weder litt das Kind an Würmer, weil auch diese können solche Sensationen machen, noch gab es eine Historie, einen Vorfall, der mit Angst oder einem Schreck, also auf psychosomatischer oder psychischer Ebene, eine Erklärung dafür machte, dass sie solche Zuckungen bekommt. Sie zuckte im wachen Zustand am ganzen Körper im Schlaf und sie war relativ jedoch ruhig im Schlaf. Sie konnte recht gut laufen, konnte selbstständig essen, aber ihre Sprachfähigkeit war im hohen Maße gestört. Herzfrequenz war beschleunigt. Kein abnormes Geräusch in der Folgezeit, jedoch manchmal ein Geräusch, als ob die Muskelfasern des Herzens bei den Krämpfen beteiligt wären. Die Pupillen waren symmetrisch geweitet. Sie wurden 2 Tabletten eines Schüsslersalzes gegeben in der C6. Die Amerikaner haben die D-Potenzen nicht angewandt, sondern Schüssler arbeitet ja mit den C-Potenzen. Und in Deutschland hat Fesemeyer die D-Potenzen eingeführt und Schüssler hat dann auch die D-Potenzen für sein System gewählt. In Amerika gab es die C-Potenzen. Und rein rechnerisch ist eine C3 1 zu 103 Mal verdünnt, entspricht einer D6, 1 zu einer Million. Eine C6 ist eine D12, 1 zu einer Billion, rein rechnerisch. Also dieses Kind bekam dann dreimal täglich 2 Tabletten C6 verschrieben. Die Besserung folgte sehr langsam. Das allgemeine Zucken wurde weniger. Das Kind nahm seine Mahlzeitenprobleme um selbst ein, schlief nachts gut und verlor den verängstigten Gesichtsausdruck, der so charakteristisch für dieses Leiden war. Sie erinnern sich, 30. März kam das Kind in die Klinik und am 17. Mai, rund 6 Wochen später, war keine Spur mehr von Chorea festzustellen. Auch in der Nachbetrachtung nicht mehr. Vielleicht war es auch keine Chorea-Huntington-Erkrankung. Das können wir nicht sagen. Aber die Ärzte damals, die Krankheit war seit 15 Jahren bekannt, haben es so beziffert. Wie viele Krankheiten sind heute vielleicht falsch? Wir wissen es nicht. Ja, und jetzt natürlich die Frage an das liebe Auditorium. Was schätzen Sie, welches Zellsalz hat hier
die Wende gebracht. Sie sagen Silicea. Wer sagt, muss es begründen, warum? Tja, ne? Das würde für Sie reichen. Sehr gut. Also eine Meinung. D12, passt alles? Ja, passt. Hat noch jemand eine andere Idee? Sie sagen die 7. Wer sagt die 7? Aha, Sie sagen 7, Sie sagen die 11, noch mehr. Wir haben ja 12 zur Auswahl. Okay, also die sagen noch die 5. Okay, beenden wir es. Und sie konnte aufstehen, die Augen schließen und dabei die Arme ohne Schwierigkeiten ausgestreckt halten. Und das Laufen mit verbundenen Augen war auf einmal plötzlich möglich. Die Sprachflüssigkeit verbesserte sich sehr. Innerhalb von 6 Wochen war die Krankheit mit diesem Gewebesalz verschwunden. Und es wurde keine andere Medizin verabreicht. Dokumentiert von Dr. John Clark, einer der berühmtesten Homöopathen. Und jetzt, was meinen Sie? Ach, Magnesiumphosphorikum. Gratulation an die Dame in Rot. Spannend, oder? Wir machen das multiple Keloid. Ein Keloid ist eine übermäßige Wuchung als Narbe erscheinend und kein Arzt im Voraus weiß, wenn er seinen Patienten operiert, ob er eine Keloidbildung macht oder nicht. Sind die Keloide übermäßig, dann werden die wieder rausgeschnitten in der Hoffnung, dass es besser wird und in der Mehrzahl der Fälle bildet sich wieder ein Keloid. Das heißt einfach, dieser Körper hat eine Störung, eine schöne Narbe zu bilden. Okay? So. Multiples Keloid, das nach der Exzision, also das Herausschneiden eines Tumors in der Narbe, aufgetreten war. Es wurde am St. Bartholomew Krankenhaus rausgeschnitten, kehrte jedoch sehr schnell und noch größer als zuvor wieder zurück und die Patientin, ein Mädchen, wurde mit der Potenz C3, also einer D6, morgens und abends behandelt. Das sukzessive Verschwinden dieser Wucherung war eines der schönsten Dinge, die ich jemals in der Medizin gesehen habe, von John Clark. Dokumentiert im August 1885. So, jetzt ganz einfach. Sie sagt Nummer 1. Was sagt der Rest? Wer sagt alles Nummer 1? Hand hoch. Okay. Und der Rest bleibt bei 1. Weiß nicht. Sie sagen noch 4. Wo sitzen die Profis? Da hinten winkt einer. Nummer 11. Und der Profi hat recht. Ein Fall für Silicea. Na, siehste, also wir haben noch viel zu lernen. So, machen wir weiter. Fall 3, rheumatisches Fieber. Dr. Schlegelmann beschreibt folgenden Fall. Also es ist ein Fall aus Deutschland, aus Regensburg. L, ein kräftiger, gesunder Mann aus Regensburg, 26 Jahre, hatte sich durch ein starkes Schwitzen erkältet und war außerdem an einem akuten Gelenkrheumatismus erkrankt. Rheumatisches Fieber nannte man das damals. Heute ist es ja alles im rheumatischen Formkreis drin. Zuerst war die rechte Schulter betroffen mit extrem heftigen Schmerzen und hohem Fieber. Wurde Prionia, die Zaunrübe, gegeben, die jetzt auch bei der Corona-Infektion weltweit als Top Nummer 1 gehandelt wird. Prionia zeigt aber keine Wirkung. Der Schmerz wechselte auf das linke Kniegelenk. Also von rechts oben nach links unten, rechte Schulter, linkes Knie. Die Extremschmerzen hielten Tag und Nacht an, es waren mehrere Gelenke in Folge betroffen. Der Patient hatte stark abgenommen. Nach der Gabe von Schüsslers Heilmittel war das Ergebnis sehr positiv. Die wandernden Schmerzen wechselten nicht nur den Ort, er beschränkte sich wieder umso heftig auf die rechte Schulter, also ist wieder zurückgekehrt. Unter kontinuierlicher Weiterbehandlung mit dieser Medizin verschwanden sukzessive sowohl Fieber als auch die Schmerzen. Schlaf, Appetit stellten sich wieder ein und es wurde kein anderes Gelenk mehr in Mitleidenschaft gezogen. 8 Tage nachdem die erste Dosis verabreicht worden war, wurde der Patient als genesen entlassen und es gab keinen Rückfall. Der Meister persönlich war der Initiator, der hier die Heilung gemacht hat. Bei
Oh, das weiß ich nicht, ne? Das steht nicht im Buch drin. Ja, die 3 oder die 6, das ist richtig. Aber einmal die 9 und dann haben wir fast alle Lottozahlen durch. Mhm. Ja, jetzt hopp oder top? Sie sagen 3. Siehste, der erste Gedanke war ja 6, oder? Ja. Mhm. Wie Caelum Sulfuricum? Die 6. Das war doch Ihr erster Gedanke, 3 oder 6, sagte sie doch immer. Ja, ja, oh, ja, ja, genau, und, wenn, und. Ja, ja. Siehste, also, aber ich sehe schon, Sie kommen jetzt in Wallung, ne? Jetzt das Schüsslerfieber packt alle hier im Saal. Ja, das heißt Ohrensausen. Haben wir das selten, haben wir das häufig? Immer mehr. Stress, die Leute sind überdreht. Es sind Mikroinfarkte, sagen die einen. Die anderen sagen, wir wissen es bis heute nicht. Und es ist so. Sind es die Bogengänge? Ist es die Endolymphe? Ist es Mikroinfarkt? Ist es im Ohr oder im Gehirn, in dem entsprechenden Areal? Wenn Sie mit HNO-Ärzten diskutieren, sagen Sie, Herr Emmerich, wenn wir es wüssten, bräuchte man nicht jeden Tag, jedes Jahr einen Kongress machen. Ja, es ist so. Sehr vertrackt. So, also Dr. Guyon, Heinrich Guyon. Kennt denn jemand von Ihnen? Nicht, schade. Goethe ging zu dem in Weimar. War eine einflussreiche Persönlichkeit, hat dort in Thüringen den homöopathischen Verein gegründet. Die ganze Society damals war von Guyon. Guyon war einer der ersten, der Schüssler kritisierte. Aber Guyon hat sich das zu Herzen genommen, was Burke und Dewey sagten, und hat gesagt, jetzt probieren wir es aus. Und in diesem Fall erzählt er von einem älteren Herrn, der sehr unter Ohrensausen litt, das auf der lauten Straße weitaus schlimmer wurde. Das ist ja häufig, ne? Patient mit Ohrensausen sagt, wenn es laut ist, ist alles schlimmer. Der Patient hatte wiederholt Anfälle von entzündlichem Rheumatismus und der Tinnitus war wahrscheinlich rheumatischen Ursprungs. Mental war der Patient etwas depressiv verstimmt und das Hörvermögen sehr schwierig. Tja, die Frage ist ja, nach wenigen Tagen der Anwendung in C6 waren alle Symptome einschließlich des mentalen Zustandes und des schweren Hörens dauerhaft verschwunden, veröffentlicht in der populären homöopathischen Zeitschrift. Ach so. Ja, oben. Also, ich darf wieder um irgendwelche Nummern von 1 bis 12 bitten, die eventuell in. Bitte? Sie sahen die 3, Sie sahen die 5. Gräfin auch 5. Die 5. Die 5 ist nicht schlecht, oder? Die passt. Mental, und so ist es. So langsam werdet ihr gut. Ne? Kalium, Phosphoricum. Sehr gut. Großer Applaus für all die, die auf die 5 getippt haben. Aber ich habe noch ein paar mitgebracht deswegen. Neuralgischer Ganzkörperschmerz. Haben wir solche Patienten? Ja, ich brauche ein Ganzkörper-CT. Kennen Sie solche Fälle? Sag ja, was soll man da nachweisen? Hier, die Frau X, eine 58-jährige alte Dame, war eine 58-jährige alte Dame. Oder eine Frau, die 58 Jahre alt war. Ah, super. Also, ja, wer hatte heute die Silver Agers gemacht? Ne? Also, war eine augenscheinlich gesunde, kräftig, energische Frau, bis sie vor 2 Jahren, als sie im Ausland war, da steht auch nicht dabei, was ist Ausland, ne? Sie war im Ausland und da begann alles, nämlich diffuse neuralgische Schmerzen am ganzen Körper, die mit der Zeit immer stärker wurden. Die Schmerzen waren sehr heftig und die Kräfte der Dame hatten darunter sehr stark nachgelassen. Also die wurde schwach. Die Schmerzen waren nachts wesentlich schlimmer, befielen verschiedene Nervenbahnen, hauptsächlich unterhalb der Taille. Sie wanderten umher. An den betroffenen Körperteilen war sie sehr druck- und schmerzempfindlich und schließlich konnte sie nachts nicht mehr schlafen und lief weinend umher. Die Zehen waren taub und der Zustand deutete auf einen beginnenden tief sitzenden Schaden am Rückgrat hin. Sie bekam Arsen, sie bekam Chinin, sie bekam Phosphor. Und all diese besserten den Zustand, aber es war nicht gut.
Aber nichts konnte die Schmerzen beeinflussen, bis dann das entsprechende Mittel gegeben wurde. Dieses bescherte ihr einige Nächte der Ruhe und Erholung und nun konnte sie für einige Zeit die Schmerzen besänftigen. Die Patientin ging es wohl wieder schlechter. Es war wohl nicht zu erwarten, dass ein solcher Zustand geheilt werden könnte. Aber die Freude über die Wirkung ihrer Schmerzen zu lindern und den Schlaf zu ermöglichen, war der Patientin deutlich anzumerken. Warum habe ich diesen Fall ausgewählt? A, erstmal, welches Mittel hat es gebessert? Und das andere ist, es ist ein Heilhindernis, was wir heute sagen können. Wir müssen nach anderen Ebenen suchen. Das, was ich Ihnen gestern Mittag erzählt habe, Design Inflammation, die stille Entzündung, und die wurde hier nicht berücksichtigt. Und deswegen haben wir solche viele Fälle und da müssen wir wieder detektiv rangehen und die Hintergründe abklopfen. Wie sieht es aus? Gibt es Design Inflammation, die erhöhte Senkung? Gibt es irgendwelche Dissonanz im Darm? Wie ist die Regulation, wie ist die Aufnahme? Haben wir funktionelle Störungen? Fehlen irgendwelche Vitamine, Spurenelemente? Wie sieht es aus mit Zink, Kupfer, Selen? Selen gerade zur Zellentgiftung äußerst wichtig. Selen brauchen wir, aber in Deutschland ist ein Selenmangelgebiet, genauso wie ein Jodmangelgebiet. Selen braucht ein Enzym, die Glutathionperoxidase. Mit diesem Enzym kann jede Zelle alles entgiften. Wenn aber Selen fehlt, stellt die Glutathionperoxidase ihre Funktion ein. Die Folge ist die Entzündung, zum Beispiel an der Schilddrüse und an der Prostata des Mannes. Und viele meiner Kollegen kommen zu mir, glauben, sie haben Prostatakrebs, dann sage ich erstmal Stopp. Wir haben nur einen erhöhten PSA-Wert. Der PSA-Wert zeigt nur eine Entzündung an. Mehr nicht. Zeigt nur eine Entzündung an. Jetzt gucken wir mal nach eurem Selenwert. Und der ist ultra tief. Ganz am Boden. Und dann kriegen die Selen hochdosiert und interessanterweise nach 8 oder 12 Wochen ist der PSA-Wert völlig normal. 3 Paranüsse aus dem Bioladen haben 200 Mikrogramm Selen. Sie können 3 oder 4 oder 5 knabbern am Tag. Sie können Selentabletten zu sich nehmen. Sagt Ihnen das der Urologe? Da müssen Sie mal drauf ansprechen. Ne? Sie sitzen ja hier in Bad Zwischenahn und erfahren jetzt einfache Dinge, wo jeder nachlesen kann. Das habe ich ja nicht erfunden, sondern es ist Realität. Ich habe es gelesen, in einem Kurs gehört, umgesetzt, Selen. So, aber jetzt zurück hier zu diesem Fall. Also hier möchte ich damit aufzeigen, es ist ein Heilhindernis. Irgendwo, das müssen wir erkennen. Was würden Sie jetzt zumindest vermuten? Welche Schüsselsalz hat die Schmerzen, die ja wohl heftig waren, so weit erträglich gemacht? Also ich vertraue denen, die hier 7 sagen. Magnesium, Phosphoricum. Ja? Also das ist das Typische, dieses Zermürbende, diesen zermürbenden Schmerz hat Magnesium, Phosphoricum. Hochspannend. Und das haben sie immer. Deswegen ist ja die Nummer 7 im heutigen System das Mittel, was weltweit am meisten eingesetzt wird. Weil es die Nerven wieder beruhigt. Ja? Und das Mitochondrium die ATP-Produktion sicherlich positiv beeinflusst. Weil Sie wissen ja, in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, wir haben 1500 in der gesunden Zelle, wird ja ATP gebildet. ATP, Adenosintriphosphat, ist ja die Währung der Zelle. Es sind 3 Phosphatreste aneinander getackert. Und das wusste aber Schüssler noch nicht. Aber Molle Schott, ein Physiologe aus Heidelberg, sagte, ohne Phosphor kein Gedanke. Man konnte das Eiweiß noch nicht nachweisen, dass man erst in den 1930er Jahren und Folgejahre entdeckt hat, aber Phosphor konnte man nachweisen. Und deswegen die Aussage, ohne Phosphor kein Gedanke. Und die Substanz kennen Sie alle, Lecithin, Phosphatidylcholin. Und das ist das, was unsere grauen Zellen wieder in Schwung bringt. Und deswegen hat Schüssler von seinen 12 Zellsalzen 5 als Phosphate gewählt. Und heute wissen wir, wie wichtig Phosphor ist. Und gerade diese Post-Covid-Fälle habe ich große Erfolge bei den 3, die ich habe, mit der Nummer 2, Calcium-Phosphoricum. Es ist das Regenerationsmittel, auch für die Eiweißneubildung, ganz, ganz wichtig. Das heißt also hier ein Beispiel dafür, und deswegen von mir ausgewählt, für eine Blockade, wo wir aus heutiger Zeit sehen, dass wir tiefer gehen müssen, dass wir Regulationsblockaden auflösen müssen, die wir häufig haben. Also wenn Sie mit Schüssler nicht weiterkommen, ist irgendwo ein System blockiert und die gilt es aufzudecken. So, machen wir den nächsten Fall, die Mandelentzündung. Die Mandelentzündung
bei einer jungen Dame, muss ich das auch betonen, junge Dame, 20 Jahre alt, die an einer heftigen Mandelentzündung litt, die so schlimm war, dass sie kaum Milch oder Wasser schlucken konnte. Da hatte sie ein Quecksilberpräparat erhalten. Quecksilberpräparate werden in der Homöopathie häufig eingesetzt für Entzündungen im Hals. Die Entzündung der Mandeln ging schnell zurück, aber setzte dafür ein neues Übel ein, nämlich extrem starker Speichelfluss. Wenn Sie nachlesen, in Vergiftung von Quecksilber ist der Speichelfluss. Das Zahnfleisch lockerte sich, blutete leicht und stand von den Zähnen ab und die Zähne wurden schwarz. Die fortwährende Gabe von Mercurius, also das Quecksilber, verschlimmerte das Übel nur noch mehr. Also dann würden wir an der Stelle spätestens jetzt Mercurius absetzen. So, sie war im vergangenen Sommer schon einmal erkrankt und ihr wurde von dem Arzt mit einer Menge Calomel, das ist auch eine Quecksilberverbindung, zu Deutsch Hornquecksilber, verabreicht, was einen furchtbar lang anhaltenden Speichelfluss zur Folge hatte. Wir können also hier davon ausgehen, die Dame hatte eine Quecksilbervergiftung. Ja, alle Symptome sind eine Quecksilbervergiftung. Also wir brauchen jetzt das Mittel für die Quecksilbervergiftung. Ich setzte nun das Quecksilber ab und verordnete alle 2 Stunden eine Dosis von der Größe einer Bohne. Das Pulver, das damals waren ja die Schüsslersalze als Pulver im Handel und nicht Tabletten. Tabletten waren sehr teuer herzustellen und deswegen gab es es als Pulver. Binnen 24 Stunden war die Schwellung der Drüsen deutlich zurückgegangen und nach 3 Tagen war die Heilung vollständig abgeschlossen. Ein Fall vom Meister persönlich. Und jetzt dürfen Sie den Meister sein. Was hat Schüssler gegeben? Ja. Also Sie kennen ja alle den Schüssler, der gab nur ein Mittel und das war das Schleimhautmittel. Das Mittel der Quecksilbervergiftung ist bei Schüssler die 4. Weil Schüssler hatte sehr viele Patienten durch Quecksilbervergiftung. Nein, haha, das ist Natriumchloratum, ihr Helden. Ja, sehen wir. Und das ist genau das, wo wir manchmal scheitern, weil die Zusammenschau fehlt. Ja, und das ist genau das, was ich Ihnen mit diesen Fällen aufzeigen müsste, dass wir noch viel genauer beobachten und können müssen. Nicht, dass ich es besser kann. Aber diese Fälle lehrten mich, um die Ecke zu denken. Ja? So, also, weiter geht es mit dem Fall 7. Ein Fall, der sehr häufig vorkommt, vor allem nachdem die Frauen ja alle aufgefordert werden, Mama-Screening zu machen. Die Brüste werden da zwischen 2 Metallplatten gepresst. Manche jaulen, weil das so weh tut. Und man entdeckt irgendwelche Knoten. Hier haben wir eine Dame, 52 Jahre jung, kam äußerst beunruhigt und verängstigt zu mir, weil ein führender Chirurg ihr die Diagnose Brustkrebs gestellt hatte, das sofort herausgeschnitten werden müsse. Ich stellte, also nicht ich, sondern der Schreiber, ja? Ich stellte eine 120 Milligramm Lösung des Mittels her, indem ich 120 Milligramm der Tabletten in 120 Milligramm weiches Wasser gab und sagte ihr, sie solle die Schwellung damit meiste Zeit damit feucht halten, was sie auch tat. Innerlich verordnete ich ihr alle 3 Stunden die Dosis C30. Die einwöchige Behandlung hatte den Knoten um 1/4 verkleinert und sie glaubte nun voll und ganz daran, dass sie wieder gesund werden würde. Nach einer 6-wöchigen Behandlung war sie das auch. C30 wurde gegeben. Calciumfluoratum. Und wenn Sie nicht viel heute von meinem Vortrag mitnehmen, aber die Botschaft, bei all den Frauen, wo plötzlich ein harter Knoten in der Brust getastet wird, geben Sie versuchsweise, Sie verlieren nichts, über 6 Wochen Calciumfluoratum. Und Sie werden manchmal Dinge erleben, die keiner für möglich hielt. Das ist die Erfahrung aus meiner Zeit, als ich das Buch jetzt vor vielen Jahren übersetzt habe. Calciumfluoratum, eines der wichtigsten Gewebesalze. Und denken Sie dran,
was habe ich Ihnen vorhin gesagt, der Einschrumpf von Kalzium in die Zelle macht die chronische Entzündung, die sich dann verhärtet, chronisch manifestierte Gewebsumbildungen, die wir als Krebs bezeichnen. Aber es ist eine Chronifizierung einer Entzündung, einer Verhärtung, einer Gewebsveränderung. Und das ist also eine spannende Sache. So, Calciumfluoratum war die Lösung. Jetzt kommt die Verstopfung. Easy, würden Sie sagen. Also Herr X, 25 Jahre alt, kam Ende des Jahres zu dem Verfasser. Er litt ein solch hartnäckiger Symptom einer Verstopfung, dass er über viele Jahre gezwungen war, gewohnheitsmäßig und beinahe täglich künstliche Abführmittel einzunehmen. Er kam das Mittel in der sechsten Potenz verschrieben und nichts weiter, und nach wenigen Tagen arbeitete sein Darm wieder völlig normal. Dennoch wurde die Behandlung 6 Wochen fortgeführt. Danach war er in der Lage, vollständig auf dieses Mittel zu verzichten. Also, es war kurz gut, und dann gab aber der Therapeut das Mittel 6 Wochen, damit der Zustand sich stabilisiert. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis für den Alltag, dass wir nicht zu schnell das Mittel nicht mehr weitergeben, weil das System ist instabil. Und wenn eine längere Erkrankung vorliegt, der alte Chinese sagt, 1 Jahr Krankheit ist 1 Monat Behandlung. Und so gilt es auch hier. Das heißt, wir müssen das Mittel längere Zeit geben. Chronische Leiden ändern erst nach 6 Wochen die Regulation. Also wenn Sie einen Arm brechen, haben Sie wie lange den Arm im Gips? In der Regel 6 Wochen. So, 6 Wochen. Und es braucht der Körper, bis er wieder neuen Kallus gebildet hat, dass der Knochen stabil ist, dass Sie den Gips, die äußere Stütze wegnehmen können, ohne dass das Ding wieder auseinanderbricht. Ja? Also denken Sie an die 6-Wochen-Regel. Okay, also Vorschläge. Hey, ho! Also, ne, wir haben jetzt hier die Profis. Die einen sagen 8, die anderen sagen 7. Und hat nochmal einer was? 10. 8. 8. 8. 8. Befeuchte den Darm. So, Zahngeschwür, Fall 9. Der Patient hatte sich eine leichte Erkältung zugezogen, da sie am Zahnfleisch sowie am harten und weichen Gaumen ansiedelte. Ein Zahngeschwür begann sich zu entwickeln direkt hinter den oberen Schneidezähnen. Es wurde Ferrumfos verabreicht, was eine leichte Linderung brachte, aber das Geschwür schien mit großer Sicherheit Eiter zu bilden. Na, wir haben ein Fortschreien der Entzündung. Eiter ist nichts anderes als unsere weißen Blutzellen, Leukozytenansammlung. Ja? Und dann kommt zum Gewebezerfall. Das heißt, die Polizisten, unsere weißen Blutzellen, rennen dahin und versuchen, der Sache Herr zu werden. So, und dieser Eiter, und wenn es eitrig wird, dann ist es nicht mehr heiter, weil dann ist es gefährlich. Dieses Zahnfleisch schwoll weiter an und es war natürlich schmerzhaft. Wenn solch ein Patient heute zum Chirurgen geht, kriegt er das Ding aufgeschnitten. Oder, wenn er das nicht will, vorher ein Antibiotikum verabreicht. Ja, das haben wir häufig, ein Antibiotikum, das zwar dann die Teilung der Bakterien hemmt, aber trotzdem kommt es im Untergrund zum weiteren Schwelbrand. Und wenn Sie da nicht Ihr Immunsystem hochfahren und stärken und kräftigen, dann haben Sie eine chronische Bildung von irgendwelchen Abszessen oder entzündlichen Prozessen, die sich dann auf die Kieferhöhlen, Stirnhöhlen, Nasennebenhöhlen, die an die Zahnwurzel dann verlagern können. So, also wir haben eine heftige Entzündung mit eitrigem Prozess. Ferrumfos brachte nur eine leichte Linderung, weil es ja in einem ganz anderen Stadium der Entzündung war. In einem Artikel über ein Schüsslersalz las ich, bei Zahngeschwüren ist dies ein einziges Mittel, was ich jemals verwende. So, ich beschloss es zu versuchen, nahm also entsprechend die C3 in Dosis mit je 5 Tabletten 3 oder 4 Mal am Tag über 2 Tage. Es gab eine sofortige Besserung, der Schmerz wurde geringer und nach zeitweiliger Dosis wurde das Geschwür absorbiert und verschwand. So ein Arzt, MFR aus Amerika, was mir bisher offen blieb, wer dahinter stecken konnte. Auf jeden Fall für Böhring und Dewey war das ein ganz netter Kollege. Aber jetzt die Frage an Sie.
Nicht wie heißt der Kollege, sondern welches Mittel wurde gegeben. Sie sahen 6, Sie sahen 12, weil das die doppelte 6 ist, 12. Auch eine Idee, ja. Und hier außen ist es richtig, Calciumsulfuricum. Die 12. Ja, Calciumsulfuricum. Wer setzt das ein im Alltag? Die wenigen vielleicht, außer die Profis, die es täglich machen. Aber denken Sie bei eitrigen Prozessen, vor allem wenn Kühle Besserung bringt, an Calciumsulfuricum. So, Fall 10, Schwellung am Bein. Eine Dame, Frau B., die an einer Schwellung des Beines unterhalb des Knies litt, war über mehrere Monate von ihrem Arzt besucht worden, der Umschläge gemacht und das Geschwür mit einer Lanzette eröffnete. Es gab jedoch keine Absonderung. Gibt es das heutzutage auch? Ja, ne? Man stupft rein und nichts kommt raus. Gibt es häufig. Sie konnte aber nicht mehr laufen. Es wurde dann mit Jod gepinselt, jedoch ohne Ergebnis. Jod hat ja eine entzündungshemmende Wirkung. Dann wurde es bandagiert. Um die extrem harte Schwellung zu reduzieren und dreimal täglich wurde das Bein mit kaltem Wasser übergossen. Na, das machen wir doch heute auch. Eispack drauf. Also das ist ja noch ganz legitim, oder? Also sie wurde ja nicht übergossen, die Patientin, sondern nur das Bein. Man könnte sie aber natürlich ganz übergießen. Wäre auch nicht schlecht. Gut, gute Idee. Kaltwasserguss. Kneipp lässt grüßen. So, okay. Also das, was wir heute auch machen. Ne? Etwas ist geschwollen, man kühlt. Wenn Sie in die Klinik gehen, wird immer noch Eispacks draufgelegt. Nur heute mit dem Antibiotikum kombiniert. Ja. So. Einige Teile sahen jetzt blau aus nach dem Abnehmen der Bandage. Jetzt könnte man natürlich vermuten, die Bandage saß zu fest oder es gab schon eine Gewebsveränderung. Das Bein fühlte sich nun kalt an und sehr hart und sah aus, als ob es gleich platzen wolle. Wir haben leider jetzt kein Foto dazu. Beiname auf die doppelte Größe war es angeschwollen. Jetzt können wir uns eine Vorstellung machen. Also Sie legen Ihr Bein neben das andere, stellen Sie vor, es ist doppelt so dick, das blau. Na, dann sind Sie schon deutlich geschwollen. Könnte eine Thrombose sein. So, also das war auf die doppelte Größe angeschwollen. Warm, feuchte Umschläge mit den Mitteln innerlich und äußerlich angewendet, heilen das Bein innerhalb von 3 Wochen. Und auch hier wollte ich mal den Meister selber wieder zu Wort kommen lassen. Tja, aber was machen wir? 14? 10? Ja, 10. Ich habe es verstanden. 10? Ja, 10 wäre eine Idee. 1? 8? Ja, jetzt haben wir schon 3. 4 ist auch Schwellung. Ja, klar. Nochmal ein hoch, die Tassen. Ja. Sie würden doch die 10. Also hatten Sie nicht gerade 4 gesagt? Wer war 4? Aus der Ecke war hier 4. Da kam mal die 4 rüber. Und dann wieder die 10. Also Sie bleiben bei der 4. Kein Chloratum. Solche Fälle, wie hier beschrieben, sehen wir im normalen Praxisalltag nicht mehr. Die haben alle ihr Antibiotikum, ist ein Erysipel, es könnte ein thrombotisches Geschehen mit drin gewesen sein. Auf jeden Fall sind die in der Klinik und kriegen Antibiotika und fertig ist der Lack. Nur das Problem der Ärzte damals war was? Richtig, die hatten damals kein Antibiotikum. Tja, aber auf jeden Fall hat es am Schluss gepasst. Jetzt sind wir eigentlich durch. Aber ich habe gedacht, es ist ein Festvortrag. Machen wir noch einen drauf als Zugabe, oder? Schulterschmerz hatten wir heute ja noch nicht, oder? Schulterschmerz ist es selten hier so im Ammerland? Nee, ne? Also gibt es nur bei uns im süddeutschen Raum. Da oder in Bayern. Bayern und so, die Österreicher, die haben so an Schultern Rheumatismus, ne?
Aber hier oben bei diesem herrlichen Meer mit Ausblick, da sind die Leute gesund. Also passt auf, wir machen jetzt nun den Fall 11, Schulterschmerz. Das war ein Schuhmacher aus Berlin, also ein Fall aus Deutschland. Er erkrankte, nachdem er sich erkältet hatte. Er hatte Fieber mit heftigem Schmerz in der rechten Schulter. Mein erster Besuch bei ihm erfolgte am dritten Tag, nachdem er krank geworden war. Temperatur hoch, Puls voll und schnell, Durst und Appetitlosigkeit. Die rechte Schulter war sehr rot und berührungsempfindlich, also hochgradig entzündet. Er konnte nicht in seinem Bett liegen, da der Druck des Bettzeugs unerträglich war. Er lag auf dem Sofa, gestützt von Kissen, sodass seine Schulter frei von Druck war. Ich gab meinen Patienten das Mittel, so viel wie auf eine Sixpence-Stück Münze passt. Das sind also 19 Millimeter, also 2 Zentimeter große Pulvermenge. Diese Menge wurde in einem großen Glas Wasser aufgelöst und ein Teelöffel dieser Lösung wurde einmal stündlich verabreicht. Akutes Geschehen. Akut heißt kurze, schnelle Gaben. Also alle Stunde. Nach nur wenigen Stunden war eine Besserung spürbar. In der Nacht konnte der Patient schlafen. Am folgenden Tag war das Fieber zurückgegangen. Nach 3 Tagen konnte er den Arm recht unbehindert bewegen. Einige Tage darauf war er völlig gesund. Und das wurde dokumentiert von Börig und Dewey, die das Buch geschrieben haben. So. Und jetzt müsst ihr wie aus der Pistole geschossen rausfatzen. Nee. Sicher? Sicher? Nicht, dass sie wieder wechseln. 3. Ferrum, ja. Und er soll zeigen, wenn Sie Schüsslersalze noch nicht kennen sollten, die heute Abend da sind, sind ja vielleicht alle Profis, aber bei so einfachen plötzlich auftretenden Entzündungen, ob es ein Sonnenbrand ist, ob es ein Halsweh ist, ob es eine Schulter ist, ja, geben Sie Ferrum Phosphoricum. Oder eine schöne Brandwunde. Vielleicht ist es auch nicht so schön, wenn sie wehtut, aber auch Brandwunden Ferrum Phosphoricum. Und Sie staunen. Es gibt manchmal Beine, die, wenn sie zum Beispiel sich irgendwo stoßen, auch schnell anschwellen. Dann kann man auch außenrum das Gel machen, die Salbe auftragen. Ja? Das ist Ferrum Phosphoricum eigentlich ein Wundermittel. Und wenn Sie viele Dinge gleich mit Ferrum Phosphoricum erfolgreich behandeln, haben Sie eigentlich die beste Form gewählt, eine Chronifizierung zu verhindern. Ja? Weil Ferrum Phosphoricum rechtzeitig gegeben im richtigen Anfangsstadium heilt eigentlich es restlos ab. Arnika können wir in der Homöopathie geben. Schlag, Sturz, Prellung, Arnika. So ist es. Also das biochemische Arnika ist Ferrum, so könnten Sie sagen. Ja? Und deswegen denke ich, das nimmt jeder mit. Wenn es noch nicht gehabt hat, Ferrum Phosphoricum, heute Schüsslersalz Nummer 3, ein wunderbares Mittel, das hilft. So Magenschmerzen. Gibt es viele Patienten, die haben Magenschmerzen? Da kriegt sie ja heute Omeprazol. Ne? Sodbrennen, Reflux, Omeprazol, Pantoprazol, irgendwie so Protonenpumpenhemmer. Schauen wir uns mal den Fall hier an. Frau R., 16 Jahre alt, hatte mit 13 zum ersten Mal eine Menstruation und seither nie wieder. Sie war ein außerordentlich gesundes und gut genährtes Mädchen, bis sie 3 Monate, bevor sie zu mir kam, begann abzunehmen. Sie verlor Gewicht, wurde blass, matt und schwach und hatte starke Magenbeschwerden. Als ich zu ihr gerufen wurde, war sie nicht in der Lage, Nahrung bei sich zu behalten und sie erbrach gewöhnlich alles, kaum dass sie es zu sich genommen hatte. Sie klagte über starke Magenschmerzen unmittelbar nach dem Essen, selbst bei der leichtesten Nahrung, also irgendwie Schleimsuppe. Der Schmerz löste mehrfach hysterische Krämpfe aus. Die Zunge war nur ganz leicht weiß belegt, Darm verstopft, Abdomen, also Bauch aufgetrieben und sehr empfindlich, selbst bei geringem Druck, kein Fieber, aber großer Durst. Wasser wurde ebenso wie das Essen kaum geschluckt, wieder erbrochen.
Ich fand heraus, dass es sich um eine Art Fall von echter Hysterie handelte, da sie so derartig nervös war, am ganzen Körper überempfindlich reagierte und sehr schnell zu weinen begann, wenn jemand in ihre Nähe kam. Das war damals die Diagnose Hysterie, wenn einer übermäßig seine Gefühle zeigte. Heute wird es anders gesehen, aber das war halt ein Fall aus der Originalliteratur. Sie zeigte immer dann Konvulsionen, also irgendwelche Krämpfe oder den überdrehtes Dehnen, sobald jemand in irgendeiner Form gegen ihre Pläne handelte. Ja. So, dieses Mädchen bekam von dem Herrn Martin aus San Francisco das erste Mittel, befreite sie innerhalb einer Woche von ihren Magenbeschwerden, und das zweite Mittel ließ alle anderen Symptome in 2 oder 3 oder mehr Wochen verschwinden. Meine Patientin war bald wieder so stark gesund wie vor ihrer Erkrankung. Die Menstruation setzte 2 Monate später wieder ein und ist seither vollkommen gesundet. Also gesund. So, das ist nicht einfach der Fall. Deswegen habe ich gedacht, jetzt sind wir ja im fortgeschrittenen Abend. Deswegen serviere ich Ihnen den mal. Ah ja, ne? So. Also was wollen wir behandeln? Wir wollen erstmal den Magen behandeln. Und das hat er ja offensichtlich mit einem Mittel gegeben, was ja eine Entzündung beseitigen sollte. Sogar Wasser. Akut. Oder ja, die hatten wir schon. Ja, das hat sie jetzt richtig festgestellt, unsere Gräfin. Also erstes Mittel und ein zweites Mittel. Beides in der C12, kann ich schon mal verraten. Das erste Mittel war für den Magen, schreibt er ja hier. Ne? Das erste Mittel befreite sie von den Magenbeschwerden. Das zweite war eher für den Geistesgemütszustand, der leicht hysterisch war, aber aus dieser Hysterie heraus den Hormonhaushalt so ordnete, dass die Menses wieder regelmäßig war. Ja? Also er trennte hier 2 Mittel. Das erste hat das beendet, und das zweite Mittel hat er längere Zeit gegeben, und das hat alles andere gut gemacht. Ja, gut, dass der Fall schon gelöst war. Also das ist schon mal amtlich, und er hat geklappt. Ja? Natürlich hier oben zu stehen, wenn man weiß, was gegeben wurde, ist leicht. Also ich möchte mich darüber nicht hinwegsetzen, dass ich den Fall so besser gelöst hätte. Aber es soll uns zeigen, dass wir an solchen Fällen immer lernen können. Vor allem lerne ich nur an einem Fall, der funktioniert hat. Ein Fall, der misslang, brauche ich nicht abdrucken. Weil ich glaube, das hat nicht funktioniert, super. Nächster Fall, das hat auch nicht geklappt, super. So ein Lehrbuch wird keiner kaufen, oder? Ja, wird, glaube ich, keiner kaufen. Aber so Wasser, alles. Wasser und Nahrung. Nee, Nahrung und Wasser. Ja, sie hat alles erbrochen. Ach nee. Ja, das hat bisher noch keiner gesagt, oder? Akute Entzündung. Also halten wir jetzt mal die 3 fest. Nicht, dass sie wieder abspringen. Das erste Mittel ist die 3. Sagen Sie. Sehr gut. 3 und? Jetzt brauchen wir das zweite Mittel. Ja. Und die Menstruation, die plötzlich wegbleibt. Die Menstruation, die ausbleibt. Die geschwächt war. Sie ist ja sehr geschwächt. Jetzt kommen Sie mit der 5 um die Ecke. Warum 5? Ja, Sie rufen jetzt irgendwas raus. Wer hat die 5 gesagt da drüben? Warum? Was war die Intuition, dass Sie jetzt 5 sagen? Die innere Stimme, was sagte die zu Ihnen? Die Nervosität, richtig. Die Schwäche.
Richtig, sehen da, jetzt haben wir es gelöst. Erstes Mittel Ferrum. Was sagt sie immer? Erbrechen ist immer Ferrum. Ja doch. Ja, Wasser erbrechen und erbrechen. Also ist das entzündet im Magen. Wenn Sie da reingucken würden heute, machen ja viele. Die schicken den Patienten zum Gastroenterologen, der guckt rein und findet was? Eine Entzündung im Magen. Geringfügig oder manchmal assoziiert mit Helicobacter pylori. Da muss dann für alles herhalten. Dann wird eine Eradikation durchgeführt mit 3 Antibiotikum und einem Protonenpumpenhemmer. Dann wird es darunter dem Patienten schlecht. Versuchen wir doch zukünftig gleich Ferrum Phosphoricum. Und die Dame hat recht, die Psyche, das Nervöse, das Unterbewusstsein, es bleibt sogar die Regel aus. Ja? Braucht man kein Hormonmittel. Die heute würde die, wenn sie jeden in den gynäkologischen Bereich gegangen wäre, ein Hormonpräparat gekriegt haben. Gibt ja auch Hormonpräparate bei Akne. Ja? Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn dann in früher Zeit Kinder dann hormonelle Dysfunktionen entwickeln, wie die Schilddrüse. Weil alle Drüsen miteinander telefonieren. Wir wissen gar nicht, was wir da antun. Wenn Sie 30 Jahre Fehlinformationen kriegen, dann können dann auch Brustkrebs oder andere Tumorarten entstehen, was ja überhaupt nicht richtig so untersucht wurde. Weil es wird ja der Tumor erst dann untersucht, wenn er da ist. Und dann wird er nur noch überwacht. Aber was zur Entstehung eines Tumors führte, wird häufig außer Acht gelassen. Und deswegen kann ich jedem nur sagen, mit der Naturheilkunde Regulationstherapie zu machen. Und dafür sind die Schüsslersalze prädestiniert, es durchzuführen. Und dieser einfache Fall, so ist es jetzt aus Ihrer Sicht doch gewesen, oder? War doch leicht zu lösen. Man gebe Ferrum Phosphoricum und man gebe Kalium Phosphoricum. Und der Fall wurde gut. So, nach 12 kommt bekanntlich 13. Und wir sind schon über der Zeit. Und deswegen ist der Abschlussfall. Ein Fall, wo ich denke, den werden Sie alle lösen können. Es ist ein Fall eines Echondrom der Hand. Jetzt stellt man sich natürlich vor, was ist ein Echondrom? Das ist ein Tumor, meistens gutartig in den Röhrenknochen. Der kommt auch heute vor, bei Männern und Frauen gleich häufig auftretend, kann auch in wenigen Fällen entarten. Und dieses Echondrom bildet sich in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Und er liegt also in dem Markraum eines Röhrenknochens und wird heute operativ entfernt. So, jetzt haben wir aber da diesen Junge, der ist 14 Jahre alt. Also schauen wir es uns mal an. Bei einem 14-jährigen Jungen waren Mittelhandknochen von Ring, Zeigefinger und Daumen der rechten Hand in solch einem Maße angeschwollen, dass sie eine ovale, harte, hornige, knorrige Masse mit einheitlicher Oberfläche gebildet hatte. Die Gelenke waren praktisch nicht mehr vorhanden und seit 6 Monaten unbeweglich. Diese Teile waren an verschiedenen Stellen aufgrund veralterter Oberflächen ohne Haut. Die Knochen darunter gaben beim Versuch, sich zu bewegen, ein raues Geräusch von sich. Ein Reibgeräusch, wenn Knochen an Knochen schrappt. Hier und da waren Stellen, in die man eindringen konnte. Waren eitrig, entzündlich, Höhlenbildung. Der Junge hatte keinen Appetit und blieb bei seiner Arbeit bei einem Töpfer, wo er Tonerde trug. Große Schmerzen in den erkrankten Körperteilen, Trägheit am Tage, Abgeschlagenheit und Schwermüdigkeit. Es gab keine andere Hilfe als die Amputation am Handgelenk. Das wäre heute auch so. Ist einfach zu lang gewesen. Das Mittel wurde in der C6 5 Tropfen alle 2 Stunden verabreicht. Nach 8 Tagen begann die Oberfläche Geschwüre zu vernarben. Die knollenartige Verformung war in ihrem Umfang deutlich zurückgegangen. Nach weiteren 14 Tagen konnten die Gelenke bereits jedoch sehr eingeschränkt bewegt werden.
Nach wiederum 2 Wochen waren alle Begleitsymptome verschwunden, der Appetit kehrte zurück, der Junge war lebhaft, in guter Stimmung und konnte als geheilt entlassen werden. Ein deutscher Arzt, Eduard von Trauvogel, hat diesen Fall dokumentiert. Zu einer Zeit, als es kein Antibiotikum gegeben hat, weil dann hätte man zwischendrin sicherlich Antibiotika gegeben wegen der Entzündung. Deswegen die Höhlenbildung, das war alles eitrig. Ja, und jetzt, als er der Festvortrag war von Schüsslers 200. Geburtstag, dürfen Sie mir sagen, wie dieser Fall erfolgreich behandelt worden ist. Also an der Stelle wollte ich einmal dem Ehepaar Schill danken, die ja hier die Veranstaltung sozusagen zum Durchführen gebracht haben. Keiner hätte vor 2 Wochen gedacht, dass das alles hier so souverän über die Bühne ging, oder? Und deswegen an der Stelle, Gräfin, sind Sie einer Meinung, das gesamte Präsidium, die ganze Anwesenheit, großes Lob, dass wir gesagt haben, dass es hier in Bad Zwischenahn zu einer 200-Jahr-Feier Schüssler über die Bühne zu gehen, im Zeitalter der Technik, übertragen ins ganze Land. Herzlichen Dank, lieber Dirk, liebe Dorina und dem ganzen Präsidium. Applaus. Wenn man ja so rhythmische Bewegung macht, wird ja die Denkfähigkeit angeregt. Und deswegen haben Sie jetzt sicherlich alle die Lösung auf der Zunge. Wer möchte es aussprechen? Da drüben habe ich schon mal gehört, da sitzen schon ein paar Profis. Die 11. Silicea. Silicea. Struktur geben, Entzündung abklingen lassen. Silicea, eine wunderbare Arznei. Wenn man überlegt, dem Computer, Mensch da drüben, sein Computer läuft nur, weil da Silicea drin ist. Das Glas hier ist aus Silicea. Lasse ich es fallen, ist es kaputt. Damit kann ich schneiden. Also kann ich Strukturen gerade am Zahn öffnen. Ein Granulom heilt ab. Da habe ich nicht nur ein dokumentierter Fall von Zahnärzten, sondern eine ganze Armada. Weil ich bin ja nur Allgemeinmediziner und der Zahnarzt macht die Röntgenaufnahmen. Ich behandle und er macht das Foto. Er beweist mir, es funktioniert. Nicht in 2 Tagen, nicht in 2 Wochen, manchmal über Monate, manchmal auch in der C12 oder eine C30 folgen lassen, wenn die D12 nicht zum Erfolg führt. Das Strukturelle ist gestört. Und dann kriegen wir solche Dinge hin, wie diesen Fall zu heilen. Und das sind unheimliche Dinge, wo in diesem Buch drin steht. Und falls ich jetzt Ihr Interesse an solchen Fällen gelockt habe, wir lernen nur aus Fällen, die funktioniert haben. Und es sind Fälle aus einer Zeit, als es noch kein Antibiotikum gab. Der wäre heute längst operiert. Ja? Aber das soll zeigen, welche Macht diese Schüsslersalze haben, von denen manche ja behaupten, das ist ja alles Mumpitz. Das kann ja gar nicht funktionieren. Andere sagen, Homöopathie funktioniert, weil nichts drin ist. Bei Schüssler können sie es nicht, denn da haben wir ja immer noch Moleküle. Und dass Moleküle in unserem Körper sind Mineralien, das ist auch bekannt. Und dass wir die nur wieder sortieren müssen, dann kommt Heilung zustande, ist eigentlich die Botschaft von Schüssler. Und deswegen sind wir stolz auf den Meister, dass er diese Therapie so hinterlassen hat, in einer einfachen Schrift, dass wir es heute weltweit anwenden können. Und deswegen darf ich Sie alle auffordern, die Deppen, die meinen, das kann gar nicht funktionieren, einfach zu ignorieren und an gutem tun, was wir alle können. Ich sagte heute Mittag, Sie sind alle die Fackel für die Schüsslersalze draußen der Bevölkerung, die uns jeden Tag um Rat fragen. Lassen Sie nie Ihre Fackel ausgehen. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weise nochmals auf dieses Lehrbuch hin. Weltweit das meistgelesene Buch, nicht von Emmerich, sondern von Professor Börike und Jui. Der hat es ja nur übersetzt, der Emmerich, weil ich gesagt habe, alle meine Homöopathielehrer kannten es nicht. Aber weltweit ist es das meistgelesenste Buch. Das hier haben Sie heute schon öfters mitgekriegt. Da gab es so 2, Professor Ohm und ich, wo gedacht haben, wir müssen was zum 200. Geburtstag machen. Professor Ohm
ab wie eine Rakete, hat alles zusammengetragen. Eine geniale Heilmethode. Und nochmals, Gerd, herzlichen Dank, denn es ist ein Vermächtnis, das du uns allen hinterlassen hast mit dieser außergewöhnlichen Biografie über den Herrn Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Und wer noch kein Buch hat oder das verschenken will, die Frau Schild hat, glaube ich, da vorne noch ein Exemplar. Und jetzt habt ihr die Chance, Professor Ohm und ich sind da, wir signieren sogar. Das hier habe ich mit Hartlieb geschrieben, modern, vielleicht ein Leitfaden, nicht nur die 12 Schüsslersalze, sondern noch die 15 Ergänzungssalze. Und an dieser Stelle und mein Zeitplan eingehalten, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie da waren.